Ja, wie versprochen, wirklich hier unmittelbar weiter. Ihr habt keine einzige Sekunde verpasst. Dementsprechend hoffe ich, dass ich hier jetzt ein bisschen besser spiele und euch das bisschen besser präsentieren kann, weil es war ja zuletzt doch sehr, sehr, sehr fällig. Ja, Quatsch, mach mal da was. So. Natürlich ist es jetzt einfacher, weil ich jetzt schon weiß, was da, wo, wie, was passiert. Das, was passiert. Außer auf irgendwelche Minen, die ich immer noch nicht so im Schirm habe. Und Molotows. Alter. Ach Gott, das kann doch nicht sein. Ich bin doch gelaufen. Also das ist wirklich Krieg. Das ist kein Spiel, das ist hier Krieg. Ich dachte, man kann hier mit Sneaken und Schleichen Scheiß drauf. Das wird hier, da ist ja nur noch Geballer. Also sowas. Quatschwurf, komm. Lauf, raus. So, erster. Ja, jetzt sollen die sich mal hier ein bisschen austoben. Alter, hier geht's rund. Kotzwerf wahrscheinlich schon wieder irgendwo am Boden. Wahnsinn, Molotow, was hier alles ankommt. Als ob ich's geahnt hätte, dass da jetzt gleich einer von hinten kommt. Ja, genau. Sehr gut geworfen. Glückwunsch zu diesem unglaublichen Wurfskill. Aber bringen tut's dir halt nichts, gell? Also mir in dem Fall. So, wo kommen sie denn? Kommen sie nicht wieder hier rum? So brutales Bayern. Von da drüben. Willst du jetzt auch echt sagen, dass du von da... Ah, ich brauche ein Stimpack. Ich will nicht noch einmal sterben. Nicht hier zumindest. Ich werde bestimmt oft genug noch sterben, aber bitte jetzt nicht noch mal hier. So. Mir langt es nämlich echt extrem vom Sterben. So. Komm schon. Ich nicht. Gott sei Dank habe ich eine vernünftige Deckung. Ach, mach doch dann auch mal was. So,
So, wo sind Gegner, wo sind Loots, wo ist Munition, wo ist alles? Grafikkarten, nehme ich immer. Mutterbeere. Geschützturm hat nichts. Da sind Patronen. Nochmal Retaway. Sehr gut. Nehme ich auch gern. Ist es dein Ernst, was da schon wieder ankommt? Was ist denn da jetzt gerade explodiert, bitte? Ja, das frage ich mich auch. Ich gehe hier entlang. Da ist ein toter Wal. Ich hoffe, dass hier einfach die Dinger jetzt da weg sind. Will nicht mehr folgen. Oh, der Donny, du bist ja lebendig. Oh nee. Jetzt nimmt er die da echt noch mit. Ja, ist egal, ich will jetzt echt. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. So, wo ist er? Ei. Ach, keine Munition mehr. Natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein? So. Was für kuriose Gegner hier. Aber das Fleisch habe ich mir mehr als verdient, deswegen nehme ich es auch mit. Na, du lebst auch noch. So, ich hoffe, dass die Festung, Burg, irgendwas auch immer nicht mehr allzu weit ist. Und ich meinen verdienten Seelenfrieden bald bekommen. Ich weiß, für Kenner von Fallout und Bethesda und bla bla schaut das wahrscheinlich alles sehr, sehr noobig aus. Deswegen, es tut mir echt leid. Aber ja, für mich ist es halt einfach das allererste Mal. Es wurde ja schon gesagt, Fallout Jungfrau. Und ja, das trifft es extrem gut. Ach, eine Todeskralle. Todeskralle Elite finde ich jetzt eigentlich nicht so sexy. Ist die Frage, ob die jetzt kommt, die Todeskralle, oder ob ich sie umgehen kann. Da ist ein roter Punkt. Und es wird unglaublich viel geballert. Also hier ist Rot. Punkt. Ne, das ist so ein Ding-Roboter. Der tut mir jetzt. Ah, das ist ja lieb. So, wahrscheinlich da, wo die Todeskralle ist. Genau da muss ich auch drauf, schätze ich mal. Ne, muss noch weiter runter. Ja, ich sehe schon, wenigstens einer hat Spaß. So. Haarklammer, Retaway, Postbotenuniform brauche ich nicht. Huhuhuhu. So. Aber wir nähern uns langsam wohl unserem Ziel. Und das ist ja schon mal was nach der letzten Folge. Könnt ihr
mir glauben, dass ich stark froh darum bin, dass ich weiß, dass ich nähere mich meinem Ziel. So, ich hoffe mal, dass ich hier jetzt goldrichtig bin, aber ich denke, das schaut ganz gut aus. Guck nur mal sicherheitshalber auf die Karte. Ja, schaut sehr, sehr gut aus. Ja, automatische Speichern nehme ich auch gerne an. Das ist eine gute Idee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Außen rum. Safety first. Oh Gott, schau mal, was da oben. Da ist so ein Supermutant wieder. Vielleicht kann ich den auch noch umgehen. Warum da ein Suchscheinwerfer ist, will ich jetzt eigentlich auch noch nicht so wirklich rausfinden. Alles, warte mal. Ich könnte höchstens versuchen, nach unten lang zu gehen, aber alles, was ich da komme, kommt da vorne durch dieses Areal durch und da ist nochmal so eine Krabbe. Wer ist denn der? Schaut jetzt auf dem ersten Ding gar nicht böse aus. Der Parker. So, wie gesagt, wenn ich das Ding jetzt nicht umgehen kann, dann werde ich jetzt mal echt so eine Leuchtpistole abschießen. Da oben habe ich schon wieder einen gesehen, der auf mich gezielt hat. Ich probiere jetzt mal so eine Leuchtpistole. Ist das unter Hilfsmittel? Wo ist das? Leucht, das L. Da mal nicht. Diverses. Ne, Schrott. Ne, kann nicht sein. Mods. Munition. Kleidung. Kann das auch nicht sein. Ne, Waffen. Nimm mal halt die Leuchtpistole. Ja, natürlich kann. Ach. Ah, gute Laune, gute Laune, gute Laune, gute Laune, gute Laune. So, wir rüsten uns mal mit dem Molotow aus. Und nehmen mal die Doppelläufige. Ja, der hat sogar so ein. Der hat sogar so ein. Die ist ein bisschen derber drauf, die alte. Wo ist er jetzt? Na klar, dich mache ich aber sowas von fertig. Ja, natürlich, mein Arm. So. Den Hilfsmittel. Ein Stimpe-Hack. Ja. Sicher, sicher. Nehmen wir mal zwei Stück. Hey. Sir, kommt raus und kämpft, wenn ihr euch traut. Geh dorthin. Natürlich, Sir. Geh! Wie gehst du denn jetzt lang? Ach Gott, ey. Wo ist der jetzt hin? Oh, wo ist er denn jetzt? Naja, er findet sie bestimmt gleich. Nice. Ich wusste doch, dass er da
gleich für gute Laune sorgen wird. So, sie ist tot. Ach, ich könnte kotzen. Ich könnte echt im Kreisstrahl. Supermutanten. Raider, die unglaublich stark sind. Also hier soll es einem definitiv absolut nicht langweilig werden. Ich kann mal versuchen, mal wieder mehr mit Granaten ein bisschen Luft zu verschaffen. Raketen, wo sind sie denn? Molotow? Maschinen? Habe ich keine Granaten mehr. Ich war mir so sicher, dass ich da... Naja, so viel dazu zu so sicher. So, was du kannst, kann ich auch. Ich esse ja die Stimpaks jetzt schon wie... Jetzt nehmen wir mal hier radioaktive verseuchte Nuka Cherry. Von wo? Also irgendjemand schießt auf mich? Jetzt weiß ich auch wo. So. Also die auf Distanz ist die Waffe echt nix. Gott sei Dank schießen die schlechter als ich. Oh Gott. So, ich wollte gerade noch nach einem Ding aus... Ich hatte gehofft, ich habe vielleicht noch eine letzte. Aber nee, ich hatte nicht mal mehr davon was. Also letzte Granate meinte ich natürlich. Mir gefällt meine Waffenauswahl so gar nicht. So. Mein Bein ist verletzt. Also. Stimpak. Das ist auch noch so ein starker. Gott sei Dank rushen die mich hier nicht. Sonst wäre ich echt verloren. Und ich hoffe mal wirklich, dass die ordentlich was an Munition dabei haben. Sonst habe ich echt gleich ein Problem. Komm schon, geh down. So, jetzt will ich, jetzt loot ich mal. Schau mich nicht so an, machst eh nix. Patrone. Schrotpatrone. Echt viel zu wenig Munition für den Aufwand. Ist da nicht noch zum Psycho gestorben da unten? Jagdgewehr. Und sagte mir auch noch einen an. Ach, da hinten.
Aha. Undurchschießbare Fenster. Nee, ich will da Kronkorken, zack. Naja, ich bin ja schon am Laufen. Molotow, den nehme ich in der kurzen Zeit sehr gerne. Und nimm hier, ich habe doch gerade noch was gedacht. Ah ja, dann nehme ich jetzt die doppelläufige wieder mal. Komm schon. Was? Du willst mich, dass du jetzt auf einmal so einen Hund hinter mir hast. Und wo ist meiner Hund? Scheiße, ich will töten! Ja. Oh, 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 ganz schnell. Was? Was machst du jetzt? Ablegen. Ente annehme ich. Brauch. T. Was soll ich denn machen? Ich weiß echt nicht, was er gerade von mir will. Warum ich... Bin ich vielleicht schon halb tot? Aber ich komme hier nicht mehr aus dem Menü raus. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht. Oh nee, irgendwas ist jetzt gerade. Toll, jetzt komme ich hier nicht weiter. Ach, das ist doch ärgerlich. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also ich wahrscheinlich, ich vermute mal stark, dass ich, wo ich gerade Tab gedrückt bin, eigentlich gerade gestorben bin. Und ja, sozusagen bin ich dem kurz noch zuvor gekommen. Der Pip-Boy ist nicht mehr am Start. Ich habe hier verkackt. Und ja, auch wenn sie heute leider dann etwas kürzer ist, damit ist die Folge. Aber ich will jetzt euch das nicht nochmal antun. Von dem her werde ich sagen und beende diese heute mal etwas früher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.